Ja, das wird eine lange Trainingseinheit, die wir da jetzt machen. Ich denke mal, dann haue ich da eine Folge mit Überlänge raus oder so. Das müssen wir allgemein mal gucken. Wir haben jetzt ziemlich viel trainiert in den letzten Folgen. Ja, aber das ist halt, es macht halt auch einen großen Teil des Spiels aus. Das ist nun mal Dafür einfach können wir so. gleich alles zerficken. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich klappt das. Weißt du, wie lange es dauert, bis er zur Ultra wird? Nein, das weiß ich nicht. Vor allem weiß ich nicht, wie lange er als Ultra-Digimon lebt. Ob da die Zeitspanne nochmal hinten dran gehängt wird oder ob er auch bei diesen 15 Tagen bleibt. Ich hoffe länger. Hoffe ich auch. Bei anderen machen wir schon geil. Ja. So, wir haben das Ding hier schon mal gleich auf 300. Wegbewegen, anderes Ziel, gehorcht mir jetzt. Alles klar. Noch 11 Mal, dann haben wir die 400. So, dann gibt es jetzt ein Hüftsteak. Und wieder 1 bis 2 Diebpilze. Okay, er muss auf Toilette. Gut, dann. Ja, und er muss pennen. Alles klar, Ja. dann werden wir jetzt einmal pennen gehen. Und so wie wir fertig sind, hören wir dann ja sowieso wieder bei Palmer ein neues Hüftsteak. Und dann gehe ich gleich in den Laden und kaufe normales Fleisch, damit ich die Pilze nicht alle verbraten muss. Die brauchen wir bei den Babys nachher wieder. Eben, genau. Und vor allem brauchen wir die zum Angeln. Ach ja, schlafen. Ja. So. Sichern und schlafen. Sehr schön. So. Drei Portionen Hüftsteak, alles klar. Und dann gehe ich jetzt einmal kurz zum Supermarkt. Es nimmt Gestalt an. So langsam, ganz langsam. Aber die Klopper kommen ja jetzt noch, also. Da kommt noch Greymon, Patamon. Und Patamon ist kein Klopper, Patamon ist leicht. Greymon. Ja, Greymon und die ganzen Champion-Digimon werden dann schwer. Wer kommt noch so? Garurumon. Oha. Birdramon kommt auch noch, das weiß ich noch. Schön. Dann mal wieder zurück ins Trainingscamp. Das Schöne ist wenigstens, dass wir jetzt nicht mehr wirklich auf Disziplin und Glücklichkeit und so achten müssen. Nee. Zum Glück. Und was mich nur ein bisschen stört, ist, dass er ka kaum attacken kann. Was heißt kaum? Er kann zwei. Er kann den Feuerspeier und dieses seine Ulti. Boom! Ja, genau. Boom, Solarstrahl! So, aber erstmal, wir müssen jetzt Weißt du, noch da steht ja auch nicht, wann er digitiert. Ja, eben. Ah, Sentarumon, kommst du mal bitte? Och nee, jetzt singt der Wix schon wieder, weil er gelangweilt ist. Ja, Langeweile macht dumm. Ja. Und er hat schon wieder Hunger. Ja, soll er was zu essen kriegen. Wie alt ist er denn jetzt eigentlich? Warte, ich guck gleich nach. Er ist jetzt 10. 10, noch 5 Jahre hat er. 5 Tage. 5 Digimon-Jahre. Ja, wenn du so willst. Ja, stell dich halt ins Schild rein. Magie! Hexe, verbrennt sie! Ich weiß gar nicht, ob das Ultra-Digimon. Ich denke mal, bei 10 wäre er zum Ultra geworden. Bist du sicher? Ja, wenn wir da wirklich drauf hingearbeitet hätten, hätten wir von Anfang an durchtrainieren müssen. Na, ja, wir können immer noch versuchen, ihn stärker zu machen.
Ja, na wenigstens ist er jetzt nicht mehr gelangweilt und rennt mir wieder akzeptablerweise hinterher. Ja, vor allem mit Zentarumon haben wir eigentlich schon ordentlich was erreicht. Wenn du so willst. Wir haben Mutamamon platt gemacht, wir haben Cherrymon, also mit Cherrymon reden können, wir haben Gabumon in die Stadt geholt. Das stimmt, ja. Und nur was halt kacke ist, ist, dass er so wenig Attacken hat. Ja, mal schauen, was wir als nächstes bekommen. Mhm. So. Ist die Disziplin immer noch nicht genug? Nee, nicht ganz. Auf was willst du denn machen? Auf 400? Auf 400 muss sie. Für die Ultra. Ach, du willst es immer noch versuchen? Ich will es versuchen, ja, ja. Ich weiß ja nicht, wann wir die Tier, das wäre natürlich ein bisschen zu. Mhm. Sehr schön, so sagt es er. Und 4 brauchen wir nicht mehr, die ist schon jetzt auf 370. Ah, Schwere wird MP gleich. Ja, aber die geht zum Glück jetzt auch schon ein klein bisschen immer hoch mit. MP auf 4000 ist schon heftig. So, noch zweimal. Moment, er muss wieder auf Toilette und ich möchte mir keine Pflegefehler erlauben. Nee. Wir brauchen 5 minus, ne? Mhm. Heißt? Ja, 5 oder weniger. Maximal 5. Wie viel haben wir schon mit ihm? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also riskieren wir es nicht. Eben. So, hattest du Hunger? Du hattest. Ja, du hast Hunger. Ist die mit einem Tamagotchi? Mhm. So, dann geben wir mal wieder was zu futtern. Und er hat immer noch Hunger. Es wird so scheiße. Mhm. Aber wenn er digitiert und dann noch einen Tag lebt, kriegt er die Krise. Ja, eben. Und vor allem dann haben wir Andromon auf jeden Fall schon mal als einen Tag. Das ist auch noch hilfreich. Ja gut, das stimmt, ja. Gibt's ja eigentlich Wäre-Garurumon? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste man mal schauen, irgendwann mal. Halt durch, gehorcht mir jetzt. Alles klar, so, sehr schön. Dann mache ich mich jetzt mal kurz ein bisschen an die Geschwindigkeit. Die geht nämlich einigermaßen schnell. Ja, die muss schon, ja auf die muss 200. Ja nur, die muss nur auf 200. Das geht Tempo, ja, das geht schnell. Ja. Aber vorher lassen wir ihn pennen. MP wird schwer. Ja, wird vor allem lange dauern. Ja. Wobei wir bei den MP zum König der Sukamon gehen können. Ich glaube, da ist das Training effektiver. Können wir gleich mal gucken. Und Defense wird auch schwer. Die muss auf 400, oder? Ja. Mhm. Die wird eklig. Ja, 4 mal auf die 400 mal auf die Fresse hauen lassen, ne? So ungefähr. So, dann holen wir uns wieder mal kurz unser Hüftstack ab. Sehr schön. Also entweder ist Bibo oben jetzt verbrannt oder er macht wirklich Pfannkuchen, ja. Oder ist geplatzt. Da hätten wir den Knall aber gehört, glaube ich. Meinst nicht? Oder die Katze hat ihn gegessen. Oder das. Das würde ich der Katze sogar zutrauen. Nämlich hat sie gestern gekotzt. Oh Mann. Ja, haben wir bald. Scheiß auf Essen. Genau, erstmal Frühstück. So. Vor allem müssen wir beachten. Ja. Das Gewicht müssen wir auch noch machen. Ja, wobei ich glaube, Gewicht eher nebensächlich ist. Ich glaube, auf die Werte kommt es primär an. Naja, ich meine, was bringt dir so alle Wette auf Max, wenn du irgendwie einen halben Hahn bist mit einem Kilo oder so? Ich habe keine Ahnung, aber. Ey, ich hau jetzt einen Greymon aus dem Maul. Der pustet mich zwar nur einmal an und ich bin weg, aber egal. Mach das Papier. So. Einmal wieder auf Toilette. Run weiter. Ja, genau, wobei wir bei Tempo nicht mehr lange brauchen. Ja, genau das.
viermal, glaube ich. Ich könnte mal da echt einen Zeitraffer raufhauen. Ja, wenn unsere Stimmen nicht runtergelegt werden, musst du bedenken. Ja, und? So, das Tempo ist damit jetzt auf 200. Geil. Ja, gibt's noch Abwehr und MP, ne? Ich mach jetzt die Abwehr zur MP. Bei der MP gehen wir zum König der Sugarmon. Oh Mann, das wird bei der Zeit so knapp, denke ich mal. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Wohl gleich ist er tot. Wahrscheinlich kommt dann das Greymon wieder, wenn wir einen Rookie haben. Nee, das geht nicht. Greymon kommt nur bei Champion Digimon. Okay. Da hat das Spiel sich schon so ein bisschen so gedacht, so, ja, sind wir mal nicht so unfair. Das war nämlich echt mies. Hängst du mit deinem, was weiß ich, mit dem Patamon am besten noch. Mhm. Oh, so, das wird jetzt mies. Luftschuss. Wobei, ich weiß gar nicht, kann man bei bei Leomon konnte man nur Angriff und Tempo trainieren. Ja, genau. Oh, im König der anderen kann man MP raus. Ja, da kann man, also sogar so einen richtig guten MP-Trainer, da kann man sich im Kackhaufen verstecken. Ja, ist echt so. Und das bringt einem hier, was ist das eigentlich, Ausdauer? Oder? MP, nein, das sind die Attackenpunkte Dingenskirchen. Und wie kriegt man durch so ein Scheiße verstecken? Okay. Mhm. Okay, du bist zum Umfallen müde, aber ist egal. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Boah! Aber hungrig ist er. Mhm. Kann ich, nein. Einen machen wir noch. Bomb! Okay. Abwehr, ja, es wird nichts mehr. Aber wir können ihn jetzt normal schlafen lassen. Schlafen. Ja. So. Jetzt muss er kacken. Nee, er hat ja Hunger gehabt und er war ja gerade auf Toilette. Er muss nicht kacken. Jetzt so ein Haufen. Ja. Nee. Was musst du jetzt? Ich hole mir kurz noch Hüftsteak, es ist ein neuer Tag. Wie alt ist unser Ding? 12 müsste es sein. 11 oder 12 ist das jetzt, ja. Wir haben noch 3 Tage, um Grandma zu besiegen. Oder auf die Ultra zu kommen. Ich weiß nicht, es wäre geil, wenn die Ultra nochmal so. Aber am 15. Tag passiert. Und wenn die dann nochmal ein bisschen steigert. So ein paar Tage drauf gibt, ja. Ja, so 5 Tage oder so drauf, das wäre geil. Ja, wir probieren es einfach mal. Mein Versuch macht klug, das ist ja nun mal leider so. Und wenn er dann stirbt, dann wissen wir Bescheid. Dann trainieren wir beim nächsten Mal auf die Ultra komplett durch. Ja, das können wir dann auch ausgeschieden machen. Ja, genau. Das braucht ihr, glaube ich, nicht zu sehen, Leute. Das ist dann etwas einseitig. Mhm. Und dann will ich ein Metall-Greymon werden. Egal, was du machst. Wenn es kein Greymon wird, löscht du den Spiel schon und spielst nochmal neu. Ja, komplett, ne? Ja. Mit allen Werten, die ich vorher so hatte und so. Mhm. Oh! Was? Er stirbt. Also normalerweise leben sie 15 Tage. Das waren 12. Ja. Lappen. Verreck. Du warst ein Anfänger. Dich wollten wir von Anfang an nicht. Du warst adoptiert. Und weg. Okay, alles klar. Gut, ja, dann trinken. Dürfen wir immer aussuchen. Ja, genau. Diesmal nicht das Pinke. Und auch nicht das Grüne. Nee, das bin ich nicht. Was gab's noch? Warte mal. Gibt noch Orange und Blau. Lass mal. Orange oder Blau? Ich will mal Orange nehmen. Ja, ich war auch für Orange, weil Zunomon ist Orange. Das wäre vielleicht mal eine Alternative. Nehmen wir Orange. Na gut, auf Wiedersehen, Zentarumon. Bis dich, Eile. Ah, und. Hoffentlich kommt das Ding dabei raus. Wir können einen. Oh, wir kriegen da kriegen wir einen Patamon raus. Wir können auf dem Angemon hin trainieren. Und das werden wir auch machen. Und aus Angemon können wir auch einen Andromon machen. Ja, eben. So, wir behalten natürlich den Namen. Und können pennen gehen. Ja, und verschlafen das Ganze jetzt. Cutten? Ja, ich würde mal sagen, wir cutten jetzt und trainieren auf dem Patamon hin und dann melden wir uns bei euch wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute, alles klar, da sind wir. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einen Patamon. Das werde ich jetzt auf ein Angemon hin trainieren und das würde ich euch auch ersparen. Deswegen cutte ich hier wieder und wir sehen uns gleich wieder. Jawohl. So, meine Herrschaften, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt ein Angemon. Ich zeige euch noch einmal kurz die Stats, weil wir haben Patamon bisschen weit trainiert. Bisschen mehr als weit. Bisschen mehr als weit, genau, weil wir jetzt nämlich wirklich auf ein Andromon hin trainieren wollen. Und das werden wir jetzt machen. Ich werde es wieder cutten und wir hoffen mal, dass es klappt. Bis gleich, Leute.
Ja, Leute, da sind wir wieder zurück. Das hat wieder mal nicht so ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir sind auf dem Ultra-Level. Ja, es ist ein Phönixmann geworden. Das kenne ich aus der Serie nicht. Ich auch nicht. So, und wir gucken, ja. Wie sieht das mit den Werten aus? Die sind alle fast voll. Ich würde mal sagen, wir hauen jetzt einfach erstmal ein paar random Digimon auf die Schnauze. Einfach mal, um zu gucken, was das Ding so drauf hat. Komm mal her hier. One hit. Nee, das glaube ich nicht. Phönixmon. Oh, aber fast One hit, komm. Ist das auf dem Champion-Level oder ist das ein Rookie? Betamon? Ja. Das Rookie, ist Rookie. Ne? Oh, schade. Ich dachte, er hat einen Champion so aus dem Maul. Ja, das war's. Besiegt den Gefallen weggelaufen. Ja, naja, immerhin, jetzt haben wir ein ordentliches Vieh. Ich würde sagen, da können wir auch mal uns an Garurumon oder so trauen, ne? Nee, noch nicht. Das kann nur eine Attacke, das Ding. Das ist scheiße. Aber wie lange wird es noch leben? Das ist jetzt meine Frage. Ja, das ist richtig. Aber ich würde mal sagen, wir können mal so in Richtung Patamon. Ja, das wäre eine Idee, ja. Aber vielleicht noch nicht an Garurumon. Also jedenfalls nicht, wenn er nur die eine Attacke kann. Das ist nämlich relativ bescheiden. Ja, aber Problem ist... Stirbt er jetzt auch am 15. Tag? Das weiß ich eben nicht. Also jetzt momentan ist es, glaube ich, 13 oder 12. Wird sich dann zeigen. Und er kommt nicht hinterher. Ja, weil er momentan noch gelangweilt ist. Aber das gibt sich hoffentlich gleich. Das sind doch alles keine Gegner für ihn. Irgendwie. Würde ich mich auch langweilen, ja. Das kenne ich aber nicht. Ich kenne es auch nicht. Oh, die gibt's. No! Frigimon. Nee, ist nicht Frigimon. Das ist. Ein Bär. Ich will mich mal mit so einem Ding anlegen. Bäh, war doch Frigimon. Matt Frigimon. Und das andere da hinten haut ab. Das weiß auch schon, glaube ich, dass das andere ein bisschen stärker ist. Ja, den kriegen wir locker. Wie wir den ärgern, Alter. Dass du heilst, weil er hat noch nicht volle Leben. Ja. Er hat durch die Digitation, er hat vorher nur 2023 Leben gehabt. Jetzt hat er ein paar mehr. Seine Leben umgestiegen. Um die Hälfte. Ja, also beziehungsweise um das Doppelte. Ja, gut, das stimmt. Ja. Du hast nicht so wild.